Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play Mafia. Wir wollen Frank erschießen, ja, wir wollen Frank erschießen. Ich freue mich riesig drauf. Ja, ich habe gerade ein bisschen getestet, ob der auch gut trauen kann. Ich will dir einen Headshot geben, ganz sauber. Nein! Leider schneller nach, Tommy. Ja, er ist tot, Tommy. Nein, wieso? Wieso wollte auch nicht das Schuhroll? Ja, so erschießt man jemand. Wieso? Ach, egal. Nicht mehr kann. Schießen. Ach, ich wollte nicht die Frau schießen. Seid ihr Bullen oder seid ihr Mafiosis? Weil der schießt einfach hier Zivilisten. Jawohl, lief eigentlich ganz okay. Ich habe mir die Colt aufgespart, weil die richtig gut ist. Also hier in diesem Game ist die Colt wundervoll. Dann könnte ich die gebrauchen und irgendeinen Idioten abzuschießen, der auf dem Turm hockt, dieser Scharfschütze, genau. Dass man letzten Mal echt die Hölle gemacht hat. Noch Colt für die Munition und hier noch eben Munition sammeln, sehr gut. Ach, habe ich jetzt irgendwas fallen lassen? Ja, ich möchte aber nicht das fahren lassen. Ja, ich lasse jetzt mal den Truck fahren, sonst überrollt er mich noch. Manchmal kann das ja passieren. Ach, wieso lasse ich die ständig fallen? Ich verstehe das nicht. Egal, jetzt. Was? Egal. Jetzt habe ich die Colt. Und damit erschieße ich den Scharfschützen hier. Jawohl. Oh, what? Ja, blöd. Das habe ich vergessen. Nein, wieso? Jump doch nicht, Tommy. Okay, der nächste. Stirb doch. Mensch, ich brauche Leben. Nein! Ich will jetzt nicht erschossen werden. Genau, verdammt, ja! Okay, ich weiß nicht, ob ich über 7% Leben freue. What the fuck? Ich weiß nicht, ob ich mit 7% Leben voller Freude laut schreien konnte, aber. Es gibt einen Trick, das ich jetzt anwenden werde, und zwar werde ich Leben aufsammeln, ja. Das tue ich jetzt einfach. Und zwar ist jetzt mein Leben auf 100%. Komm, heb das doch auf. Mensch, was ist dein Problem? So. So, viele Leute habe ich erschossen. Ja. Ich habe eine Schutzschicht aufgesammelt. Mit der Tommy Gun habe ich ja noch Munition, das ist prima. Werde ich aber noch hier bei der Leiche sammeln können, hoffe ich. Komm, niemand hat Munition mehr für mich. Ach, wieso? Ich verstehe nicht, warum man diesen Stunt macht.
Noch drei Kugeln. Pff, kannst du mich mal. Wieso machst du diesen Stunt von mir? Egal. Gut, dass du den jetzt gemacht hast. Einen habe ich wieder erschossen. Sehr gut. Der ist tot. Und der hat eine Magnum. Nein, nicht springen, Tommy. Nicht jedes Mal machen. Warte mal, ich habe mal eben die abgesägte Schrotflinte. Wieso macht er das? Ja, hier sind alle tot. Wo ist eine Leiche? Mein Gott, hat der mich erschreckt. Willst du mich verarschen? Wie viel zieht das ab? Gott. Jetzt muss ich Tommy hier irgendwo auftreiben, oder? Tommy, ich meine Frank. Das kostet mich ja so richtig an. Mein Leben ist schon Schrott. Nur durch diesen... Idioten. Ich hoffe, ich mache jetzt alles richtig. Ich will nicht sterben. Da sind zwei Stück, okay. Aber ist das Frank? Ich glaube, das ist Frank. Am besten holt die Pistole, die Magnum. Jawohl. Oh, du Scheiße. Oh mein Gott. Nein. Gott, verdammt. Ja. Okay. Waren das jetzt alle? Ich weiß es nicht, aber ich habe, wo habe ich irgendwie meine Tommy Gun? Ja, da ist sie, genau. Genau. Nachladen, die Scheiße. Gut. Und da wieder Munition sammeln. Okay, jetzt bin ich bereit. Jetzt könnt ihr alle kommen. Warum kommt der nicht? Ich sollte lieber meine Klappe halten, gleich kommt eine ganze Horde Polizisten, das reicht mir auch. So. Tom. Frank, der Don schickt mich. Und du weißt warum. Ich weiß warum. Ich weiß. Was ist nur aus dir geworden? Ich dachte, du wärst mein Freund. Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas passieren würde. Warum zum Teufel hast du das getan? Tom, ich konnte nicht so weitermachen. Zu viele Männer sind in der letzten Zeit gestorben. Ich halte das nicht mehr aus. Früher war der Don ein anderer Mensch. Vielleicht werde ich einfach zu alt. Tom, das hier ist ein Krieg und ich will nicht mehr kämpfen. Ich habe ein Kind und ich dachte, ich fände endlich ein wenig Frieden. Hättest du das nicht auch anders machen können? Du hättest uns nicht ausliefern müssen. Sie wollten mich haben und ich musste aufgeben. Die haben meine Frau und meine Tochter, Tom. Und wenn ich ihnen die Bücher nicht gebe, töten sie sie. Früher haben wir solche Dinge wie Männer erledigt. Du, Sam und Paulie, ihr würdet sie schon rausholen. Aber das Risiko ist diesmal zu groß. Ich will sie nicht verlieren, Tom. Ich kann ohne sie nicht leben. Sie sagen, wenn ich tue, was sie wollen, lassen sie sie frei und schicken uns nach Europa, wo wir neu beginnen können. Bullen? Die Bullen erpressen dich und wollen deine Familie töten? Seit Pauli und du diesen jungen Billy getötet habt, arbeiten die Bullen und Morello Hand in Hand. Der Stadtrat, der Vater des Jungen, hat sein Amt nur dank Morello. Morello wollte mich zum Reden bringen und die Polizei würde dann den Don erledigen. Dann hätten beide Seiten erreicht, was sie wollten. Ich schätze, die Situation hat sich etwas geändert. Wo sind die Bücher, Frank? Ich habe sie nicht, Tom. Du hast sie ihnen bereits gegeben? Nein, nein, Tom. Ich sage dir, wo sie sind, wenn du meine Frau und meine Tochter zurückbringst. Wir sollten hier am Flughafen warten, also müssen sie sie hier in der Nähe festhalten. Töte mich danach, wenn du willst. Sorge nur dafür, dass sie lebend die Stadt verlassen. Gut, aber du musst mir zuerst diese Bücher zurückgeben, Frank. Sorry, aber die sind für den Fall, dass du lügst. Yeah, jetzt bin ich Cop. Okay, ich sollte Franks Familie finden. Ja, Leute, das ist so scheiße.
Gut, da haben wir einen Polizist, der sich als Mafiosi verkleidet hat. Das ist ja auch einfach noch scheiße, aber egal. Franks Familie finden. Kein leichter Job. Nein. Nein, wieso drehst du dich, du fucking Noob? Kurze Salben hat immer geholfen. Ja. Yeah. Da. Okay. What the fuck? Ich bin bereit. Ach. Ich hab die Munition geladen. Schicken Sie schnell Hilfe. Wir haben Schüsse gehört und sind deshalb drin geblieben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das sind wohl Gangster. Ja, gut. Aber beeilen Sie sich. Hey, hören Sie mal auf. Der hat die Bullen gerufen. Bist du Franks Frau? Oh, du willst uns retten. Ich bin dir so dankbar. Wo ist Frank? Er ist hier. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Ja, jetzt muss ich zu Frank. Und die Bullen kommen jetzt. Na toll. So ist das Leben. Tja, Frank, das hättest du auch alleine erledigen können, finde ich. Du hast einfach den Bullen K.O. geschlagen und... Sie sind unversehrt, Frank. Komm mit. Ja, bald dich, Frank. Ich will ja nicht... Die Bullen kommen gleich und da habe ich ein riesengroßes Problem. Und zwar die Flucht. Das stimmt, Leute. Frank! Gott, ich hatte Alice. Gott sei Dank, geht es dir gut. Mein Schatz, danke, Tom. Sie haben mir Flugtickets versprochen, wenn ich Ihnen die Bücher geben würde. Diese Tickets müssen hier irgendwo sein. Kannst du versuchen, sie zu finden? Okay, das mache ich, Frank. Wartet hier auf mich. Frank, ich hoffe, du planst keine linke Tour. Okay, die Flugtickets für Frank. Ach ja, Frank, wenn du nach Europa willst. Wollte ich nur sagen, könnte sein, dass in ein paar Jahren ein Krieg ausbricht. Ja. Also nicht nach England, da wird England ein bisschen bombardiert. Deutschland ist auch nicht gut. In Italien auch nicht gut. Haha, Frank, du kannst dich in Europa nicht verstecken. Ganz Europa wird bombardiert. Okay, wo finde ich denn die Tickets? Na ja, das ist eigentlich scheiße. Tut mir leid, was passiert ist, Tom, aber es ging nicht anders. Alter, ich will die Tickets. Zum Glück hast du diese Typen erledigt. Die ja. Polizisten waren schlimmer als Gangster. Tja, wir Gangster sind Engels. Drei Engel für Charlie. Drei Gangster für Charlie. Und die Flugtickets brauche ich auch noch für Charlie. Wo zum Teufel könnten sie sein? Ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnten. Map oder so? Gibt es sowas noch? Ich werde schon wieder tagelang suchen müssen. Oh, wie mich das ankotzt. Ich sag mal, bis zum nächsten Part, Leute.